Hi, wie ihr seht, wir sitzen schon im Wohnmobil. Christian sitzt neben mir. Hallo. Und wir fahren jetzt von uns zu Hause los und holen die anderen zwei. Hallo! Dann komme ich auch noch so raus. Hallo, lange nicht. Wo sind wir denn hin? Ich glaube, in Urlaub fahren. Das kann ja jetzt so lustig werden hier. Fahren wir erst mal Kopf dahin. Ich soll fahren. Kann ich noch aussteigen? Nein. Nein, jetzt geht's los. Alles klar? Alles da? Ich hab Angst. Und ich erst. Es geht los! Erste Cache in Luxemburg. Gell? Gell! Coole Nummer! Ja, hoffentlich! Ich hab nur Schlappen an! Also wir sind jetzt in Luxemburg. Wir sind gleich auf den ersten Rastplatz gefahren und machen jetzt hier einen Cache. Dazu laufen wir hier irgendwo durch die Pampa. Mal gucken, wo uns das hier hinführt. Lecker, was war das denn? Kein Cache. Aber wir haben noch. Hallo! Was ist denn los? Hast du keine Lust? Schlaf er schon? So, also die. Zwei haben das Cache jetzt gefunden. Wir haben noch gar nicht unsere Pläne verraten. Arm wechseln. Ja, das sah aus, als wenn das war was zu essen. Kotze. Oh, das sah eklig aus. Das ist ganz schön hell. Ja, ich weiß. Lass uns mal unsere Pläne verraten. Der Vogel, der will nichts sagen. Also, wir sind jetzt quasi von zu Hause bis nach Luxemburg reingefahren. Wir fahren jetzt durch Luxemburg durch, machen noch einen Cache, ne? Ja. Dann fahren wir durch Belgien und machen da natürlich ein paar Caches. Ja, da werden wir erstmal übernachten. Genau, ja, irgendwo müssen wir zwischendurch natürlich mal schlafen. Aber unser Ziel ist dann als nächstes, oder eigentlich das eigentliche Ziel, ist Frankreich und Saint-Michel. Und da fahren wir. Ja, das ist jetzt so unser Reiseziel und dann fahren wir oben an der Küste zurück. Wollen uns da die ganzen Bunkeranlagen und sowas angucken. So, wir müssen jetzt einmal die Straße überqueren. Und dann fahren wir nach Holland. Da ist nämlich am Samstag ein Mega-Event und das müssen wir natürlich noch mitnehmen. Ja, so ist der Plan. So, wir haben jetzt innerhalb von einer halben Stunde ungefähr Luxemburg einmal durchquert, sind jetzt hier auf dem weiteren Rastplatz, sind jetzt gerade unterwegs, machen Multicache, das zweite dann in Luxemburg und hier bleiben wir auch heute Nacht. Also hier wollen wir dann schlafen, wir werden gleich noch was essen und ja, mal gucken. Ja, guten Morgen, wir sind jetzt hier in Belgien, wir wollen jetzt weiter. Wir wollen jetzt weiter Richtung Frankreich, ne? Jupp. Frankreich. Und dann melden wir uns nochmal von zwischendurch. Der nächste Parkplatz ist 5 Kilometer weg. Was sonst? Was mal ist. Bin drin. Einfach losfahren. Jetzt habe ich nasse Schuhe. Hä? Jetzt habe ich nasse Schuhe. Hier ist scheiße, ja. Ja, muss aufpassen. Oh, da liegt eine dicke Wurst. Ja, hab ich schon gesehen. Okay. 14 Meter in die Richtung. Ist doch da oben. Ach, Leitplanke. Ja, ja, Leitplanke. Mit dem Papa, Leitplanke. Hallo. Er hat gefunden. Ich hab mal einen Eingang.
Hier sitzt er drinnen. Mal irgendeinen dritten? Das hat er schon lange nichts mehr. Ist noch zu alles. P. Hinweis ist P. Hallo. 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 Also wir fahren jetzt durch Frankreich, sind auf dem Weg zum Saint-Michel. Mal gucken, was uns heute noch so erwartet. Wir sind mal wieder an der Raststätte. Ich habe echt das Gefühl, wir sind nur auf Raststätten. Und jetzt machen wir hier zwei Caches, ne? Jupp. Der eine wird wohl wahrscheinlich an dem dicken Wildschwein sein, das ich euch schon gefilmt habe. So ein Klumpen, ey. Hier, alle da. Hallo, sag mal hallo. Alle da. Wir sind alle da. Ey, das sieht voll geil aus. Geil, ey. Das ist es. Das Dicke. Was ist denn mit der? Wieso? Weiß ich nicht. Und was ist es? Ja. 1. Januar 1983. 11 Jahre später. 10 Jahre haben die gebaut am Teil. 11 Jahre. Aus was ist das? Stahl. 50 Tonnen wiegt das Biest. Ja, die Brücke gefahren. 50 Tonnen wiegt der Klumpen. Wir sind da! Sagen, ne, die letzten 2 bis 3 Stunden waren schon echt hart. Jo, ne? Das war echt eklig. Aber es hat sich gelohnt. Es ist jetzt wirklich schon kurz nach 8. Wir fahren jetzt zum Campingplatz, mal gucken, wo wir unterkommen. Und was hier ganz schlimm sind, so Mücken haben wir jetzt schon mal festgestellt. Keiner von uns hat an Autan gedacht, ist ja nicht mehr so die Jahreszeit eigentlich. Naja, geht jetzt erstmal weiter, wir fahren zum Campingplatz. Da, man sieht's schon. Wir sind da! Jetzt auf dem Campingplatz, haben uns einen Platz gesucht. Die Männer schließen jetzt den Strom an. Ich freue mich so. Guten Morgen! Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich seht oder ob ihr mich versteht. Ich habe nämlich jetzt so eine ganz kleine Kamera, weil die große ist mir ein bisschen zu heikel auf dem Fahrrad. Wir sind jetzt unterwegs. Geht jetzt nicht zum Hotel. Ich fahre jetzt mal hier eine Runde. Ich weiß, wo die anderen bleiben. Wir haben natürlich unser GPS-Gerät auf dem Fahrrad. Da kommt der Christian! Und gleich geht's los! Ich freue mich. Wetter ist heute nicht so geil. War jetzt gestern, als den ganzen Tag im Auto verbracht habe, viel schöner, aber uns hält nichts auf. Hier unsere Fahrräder geparkt. Das müssen wir auch wiederfinden. Und das Gebäude da vorne ist die Touristeninformation.
Und wir müssen jetzt mit den Shuttlebussen fahren. Weil mit dem Fahrrad darf man nicht zum Saint Michel fahren. Nur laufen oder mit dem Shuttlebus. Das tut mir jetzt. Was machen wir überhaupt? Laufen. Kommen wir dann wieder zurück hier? Müssen wir uns beeilen. Ich freue mich so, dass wir das Cache noch gefunden haben. Wir hätten uns zu Hause so geärgert, weil hier drauf sind nur zwei Tradis, ein Earth Cache und ein Mystery, der ist aber nur hier gelistet, wie ich das jetzt hier lesen konnte. Und oh, ich habe mich eben so gefreut, weil wir hätten uns so geärgert, wenn wir das nicht mehr gemacht hätten. Aber wir hatten jetzt echt Glück, dass wir noch gerade so das Cache gefunden haben, weil ich zeige euch jetzt mal, wir müssen jetzt wirklich zurück. Wir haben ja noch hier ist noch so eine Kapelle. Müssen wir jetzt mal wieder weiter. Hier, das ist die andere Seite. Da ist Saint Michel. Okay, weiter geht's. Und da sind wir jetzt gekommen. Ja, jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Erstmal eine kleine Rückmeldung, kleines Feedback, wie es auf Saint Michel war. Also es ist auf jeden Fall total beeindruckendes Bauwerk und so. Die Häuser und so, das ist alles einfach krass. Also wenn man sich das anguckt, das ist da so ein Felsen mitten in der Landschaft und dann sind da die Häuser drauf und so. Das ist schon krass. Also es ist auf jeden Fall sehenswert, das muss man echt sagen. Was mich an so Sachen halt immer stört, aber das ist einfach immer so, das hat man überall, dass es halt alles so auf Touris ausgerichtet ist. Da in jedem Haus gibt es einen Souvenirstand und Klamottenläden und alles Mögliche. Und das ist halt so diese Hauptmeile. Da sind Massen von Menschen, also das ist wirklich, da wird man durchgeschleust, das ist furchtbar. Das sind so Sachen, das mag ich ja einfach überhaupt nicht. Aber auch hier ist es halt so, wenn man mal um 5 Meter rechts neben dem Weg geht, dann hat man echt seine Ruhe, kann das alles genießen, auf sich wirken lassen. Und also alles in allem, glaube ich, kann man sagen, dass das Ganze schon eine Reise wert ist. Zecke. Oh, du Arschi.
Du musst doch mal festhalten, was die alle gemacht haben. Genau, einer arbeitet drei Lungen raus. Das ist doch bei uns immer so. Entweder koche ich, dann lungert ihr rum. Dann putzt sie, dann lungert ihr rum. Dann fährt einer, dann lungert ihr rum. Also bin ich immer bei denen, die rumlungern. Wird der keinen. Ja, du machst nie was. Hallo. Außer du bist Geschwätz. Ja, dummes Geschwätz auch nicht. Ja, mir was leid.